Hallo, mein Name ist Daniel Tschocke, ich bin 32 Jahre alt und komme aus Mülheim an der Ruhr. Ich garantiere und stehe gerade für die Echtheit dieser Einspielung. Zur Technik. Ich habe mit dem Radio eingespielt, Medion Stereo Kompaktanlage, Typ MD 4201. Im Frequenzbereich um 1100 Kilohertz in der Mittelwelle. Mein Aufzeichnungsgerät war ein Digitalrekorder. Datum der Aufnahme: Montag, 11. Mai 2015, Uhrzeit 15:03 Uhr. Für Leute, die sich für das Tonbandstimmphänomen interessieren, empfehlen wir das Buch von Professor Dr. Ernst Senkoski mit dem Titel Instrumentelle Transkommunikation. Dieses erhalten Sie als PDF-Datei auf Anfrage auf der Seite www.sterbebegleitung-jenseitskontakte.de. Den Link zur Website verlinke ich in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich bei Gesa Dröge, dass sie sich die Zeit genommen hat, diese Aufzeichnung zu kommentieren. Und nun zum Kommentar von Gesa Dröge. Kommentar zu einer Tonbandstimmenaufzeichnung des Experimentators Daniel Tschocke. Datum 11.05.2015, Uhrzeit 15:03 Uhr. Der Experimentator fragt den am 13. April verstorbenen Professor Dr. Ernst Senkowski, ob er eine Mitteilung für mich hat, die er an mich weiterleiten kann. Mein Name ist Gesa Dröge. Ich war von 2010 bis 2015 mit Ernst Senkowski sehr eng verbunden. Wir haben uns mit der ITK beschäftigt und eine gemeinsame Website gegründet. Der 11.05.2015 war der letzte Tag meines Aufenthaltes in der Wohnung von Ernst Senkowski. Ich versuchte mir darüber klar zu werden, dass ich ihn auf irdischer Ebene zumindest nicht wiedersehen würde. Insgesamt war ich bei ihm gewesen vom 30. April bis zum 11.05. Der Experimentator fragt: Professor Dr. Ernst Senkowski, möchten Sie eine Botschaft hinterlassen für Gesa Dröge? Ich würde Ihre Nachricht sehr gerne weiterleiten. Wenn Sie etwas zu sagen haben, bitte antworten Sie mir. Professor Dr. Ernst Senkowski. Etwa 4 Sekunden nach der Frage ist der Satz zu hören: Ja, ich sehe Sie. Oder: Ja, ich stehe hier. Das kann man nicht so genau verstehen, was es genau heißen soll. Noch während der Aufnahme fragt der Experimentator: Habe ich richtig verstanden? Du bist da? Fast unmittelbar nach dieser Frage ist zu hören: Außer dir. Die Stimmlage dieser Transstimme ist der Stimme von Ernst Senkowski zu Lebzeiten sehr ähnlich. Diese Transstimme klingt beinahe so, als würde jemand diesen Satz rufen, symbolisch gesehen aus dem Jenseits rufen. Ja, ich stehe hier oder ja, ich sehe Sie, ist eindeutig bezogen auf die Frage des Experimentators, ob Ernst Senkowski eine Botschaft für mich hat. Die zweite Transaussage ist ebenso bezogen auf die zweite Frage des Experimentators. Du bist da. Die Antwort außer dir steht aber meines Erachtens nicht im Zusammenhang mit der ersten Aussage. Das Wort dir könnte sich auf den Experimentator beziehen, bezöge sich das dir auf mich, also Gesa Dröge, dann stünden diese beiden Transsätze in einem Kontext. Wie immer bleibt die Frage der Interpretation hier offen. Hier nun als erstes die Originalaufnahme im Ganzen, danach dreimal hintereinander den ersten Satz und dreimal hintereinander den zweiten Satz.
Professor Dr. Ernst Sinkowski, möchten Sie eine Botschaft hinterlassen für Gesa Brügge? Ich würde Ihre Nachricht sehr gerne weiterleiten. Wenn Sie etwas zu sagen haben, bitte antworten Sie mir, Herr Professor Dr. Ernst Sinkowski. Ja, du bist, habe ich richtig verstanden, du bist da. Erster Satz, ja, ich sehe Sie, oder ja, ich stehe hier. Zweiter Satz, außer dir. Wie hat Ernst Senkowski immer gesagt? Adolf Holmes sagte immer, bis später. Ende der Aufnahme. Ich verabschiede mich mit den Worten der jenseitigen Leute,